Herzlich willkommen zu einem neuen Oras, weil Verwerte diesmal gegen YYY. Sein männlicher Name. Er hat dabei ein Schlappohr, ein Blitzer, ein Cherox, ein Gyarados, ein. Postelia? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich spiele nur für die Nara im Juju. Und ein Nidoking. Ich habe dabei mein Mega Bennett, mein Rosanna. Mein Vivian, meine Hunde-Dämon. Jetzt werden wir mal gucken, wie heißt das nochmal? Calamanero. Und Famicula, so hieß das. Und wir leaden einfach mit Famicula. Okay, es hat Auflust, also ist egal. Vielleicht habt ihr es bemerkt, ich habe nur Käfer und nicht Psycho. Oh, guck mal, Mensch. Mal gucken, ob man mit dieser kleinen Tierbegrenzung auch was reißen kann. Da steckt Nidoking als erstes rein. Legart, der speziell für Flammenwurf. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Ich bleib mal drin und gehe für den Eisenschädel. Okay, er bleibt auch dran. Mist. Er spielt Tarnsteine. Es ist ein defensives Nidoking. Das sieht man sehr, sehr selten. Meistens eher entweder Scarf King oder mit Life Orb. Oh, voila. Das heißt, ich habe gar keinen Defog bei. Aber Rosanna kommt rein. Natürlich mit Eis habe ich natürlich einen Nachteil. Hattest du ein Unlicht-Pokémon bei? Ich glaube nicht, ne? Aber ich gehe für den Eisstrahl. Was möchtest du tun? Er bleibt drin, er opfert sein Nidoking. Was könnte er in einen Eister reinholen? Das ist eine Lola. Oh, das ist ein Megaschlapper wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich das Fake-Out kommen. Jetzt würde es ja nicht reinrufen. Und geht das wie Fake aus? Wahrscheinlich. Ja, das ist das Mega. Das einzige Mega, was ich wirklich noch nicht habe, Mega Low Pony. Ich habe so viele Megas, aber Low Pony ist nicht dabei. Ich gebe den Eisenschädel. Er denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin nicht Scarf. Aber Low Pony ist ein Riesenfeld für mich. Einfach alles Probleme gegen das Dings hat. Gegen einen High Jump Kick. Ist jetzt auch ablativ, tut ziemlich weh. Dann geht in Loch Ness sein Gyarados. Ja, sein Gyarados mit Bedroher. Das ist natürlich nicht so nice. Und ein Crit. Auch jetzt
Ohne Death Drop. Okay, habe ich gegen Wasserflug Elektro-Attacke mit? Nein. Keine, die jetzt Sinn macht. Ich hoffe, das ist kein Donnerwellenzeit. Parawellenzeit. Gott. So, die Frage, ich würde mich gerne mit meinen Kalamanero aufsetzen, also mit Umkehrung. Mit dem Gyarados. Ist das eigentlich Gene? Stimmt. Kommt jetzt wieder Lopunny. Geht ins Box. Ach, der Blitzer. Ich hab keinen normalen Pokémon mit. Ich bleib mal drin und opfer hier meinen Rosana. Ich möchte ungern jetzt was anderes reinholen. Bleibst du safe für den Spukball? Wahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass du nicht den Spukball drauf spielst. Er ruft zurück. Rapunzel. Oh, und sein defensives Mon. Leider keine Giftattacke. Natürlich kann er jetzt predikten, dass ich in Formicula rausgehe. Ich denke mal, aber er geht für den Wisch. Oder fürs Protect. Ich denke aber eher für den Wisch. Oh, ein Quitsch. Da kommt der Wunschtraum. Protect. Oder wechselst du raus? Protect. Ich bin schneller als du, also gehst für ein Protect. Oder er geht raus. Chirox. Ein Chirox. Er wollte unbedingt sicher seinen Sherox reinrufen. Ja, gut. Wäre ich nicht Spext, würde ich ja auch auf eine andere Attacke gehen, aber ich verstehe nicht, warum ich dich outspeede. Was ist denn für Patronenhieb? Der würde reichen. Ah, du hast gedacht, ich gehe raus. Ah. Gut. Gehen wir in die Pasta. Schön Megan. Oh, das ist nicht das Donnerwellenset Pasta. Verdammt. Das ist natürlich. Das ist falsch. Aber gut. Was tust du? Lass mal Damage draufhauen. Diese Bandit-Verfolgung kann natürlich sein. Und hauen wir Hunde mal rein. Er wird nicht dranbleiben. Ich weiß noch nicht, ob ich gerade aus Outspeed. Gucken wir mal. Er ist Bandit, sonst wäre er für den U-Turn gegangen. Geht dann Rapunzel. Ja, das ist Outspeed ich aber. Meiner Meinung nach.
Flammewurf. Natürlich könnte jetzt für den Vortag gehen. Oder aber nicht. Tschüss, Rapunzel. Ja, ich bin live auf. Gut, er geht in Cola. Ist jetzt direkt für den Fake Out? Wahrscheinlich. Ich bleib jetzt safe. Flammwurf. Ja, da kommt der Fake Out. Ich würde gerne wissen, ob du High Jump Kick drauf hast oder den Ablativ. Das ist blöd, er spielt die Rückkehr. Willst du mir denn sagen, dass du keinen Ablativ drauf hast? Ja, die scheiß Zahnsteine stören mich halt. Ziemlich nervig. Und vielleicht beim Team würde ich ein bisschen drüber nachdenken sollen, ob ich die Zahnsteine mitnehme. Ein Wechsel draußen in Gyarados. Da kommt wahrscheinlich auch das Gyarados und. Hey, er geht in Xerox. Dann wendet Xerox wahrscheinlich. Ich meine, das zweite Quad-Xerox ist ausreichend, um es rauszunehmen. Ich kann natürlich jetzt auf Patronenhieb gehen, um ein bisschen Damage zu drücken. Er ruft zurück. Warum sollte ich jetzt rausgehen? Den Loch Ness. So, jetzt wird er mir doch den Minus-Angriff reinhauen. Vielleicht für den Steinhagel vorher gehen sollen. Er bleibt dieses Mal drinne. Ich werde gleich einfach. Ah, da ist das Donner sein Set. Ich hasse dich dafür. Zudem, du ja drei Monster, also zweimal Überreste und einmal Giftschleim spielst, ist auch schon ziemlich eklig von dir. Natürlich kann er sich jetzt setup, weil ich kann nichts gegen das Gyarados tun. Greif mich doch einfach an, Junge. Dann lade ich irgendwie den Kampf hinauszögern. So was tue ich gar nicht. Jetzt auf plus 3. Entscheid dich, Junge. Ja, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen genervt. Ich bin auch schon den ganzen Tag ein bisschen genervt. Zu wenig Schlaf. Dass Leute so lange brauchen, bis sie in ihrem Move machen. Das mag ich überhaupt nicht. Vor allem, es müsste eigentlich schon ausreichen, um mich rauszunehmen. Aber er macht es trotzdem weiter. Endlich greift er an. So, das ist ja nicht so, dass ich ewig Zeit habe.
Also bei Vivium reinstecken. Zeug draufgehen lassen. Ja, sonst bin ich ja locker. Nach 3D Dance. So. Haben wir andere rein. André, ich weiß, dass du nichts mehr machen kannst. Tut mir echt leid. Hätte viel mehr von dir zeigen können. Aha, du hast es getankt. Lol. Aber gut. Nächste Kaskade reicht aus. Gut gespielt. Es war nervig gespielt. Bitte denkt nächstes Mal daran. Generell denkt daran, wenn ihr gegen mich kämpft, vermeidet dreimal Recovery auf Mods. Also im Sinne von Überresten, Giftschleim, Sägesang. Das hieß so. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.